Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über S3 als Backup-Speicher für Ihr Office 365 sprechen. Wie bringt man Office 365 und Backup-Speicherung in Verbindung? Office 365 beschreibt ja erstmal den Microsoft-Dienst in der Cloud für Dokumente, für E-Mails, für meinen Exchange-Server im Beispiel, für meine SharePoint-Installation, mein OneDrive, Teams etc. Das heißt, Daten, die ich für mein Unternehmen brauche, liegen inzwischen vielleicht nicht mehr bei mir on-premise. Dazu übrigens auch ein schönes Video, Thema S3 on-premise. Daten liegen nicht mehr bei mir on-premise, sondern liegen in der Cloud. In vielen Fällen verlassen sich Systemadministratoren auf die Datenablage in der Cloud. Natürlich, Microsoft hat stabile Rechenzentren, sorgt dafür, dass ich keine Ausfallzeiten habe. Das heißt, die Daten sind dort erstmal in einer gewissen Art sicher. Warum ich trotzdem ein Backup brauche, ist relativ einfach zu erklären. Denn was passiert, wenn ich versehentlich Daten lösche? Einfaches Beispiel, ich lösche eine E-Mail. Wie bekomme ich diese E-Mail wieder zurück? Microsoft kümmert sich nicht darum, dass jede E-Mail, die ich lösche, nochmal gebackupt wird und ich sie aus einem Backup wiederherstellen kann. Das heißt, dafür bin ich als Kunde selber zuständig, muss mich selber darum kümmern und muss mich um eine Backup-Lösung für mein Office 365 kümmern. Konkret bedeutet das, die Daten, die irgendwo in der Cloud liegen, möchte ich zusammengesammelt in ein Backup-Format speichern, aus dem ich auch jederzeit die Daten wieder in die Cloud zurückbekomme. In vielen Fällen bietet sich dafür an, dass ich die Daten, die dort in der Cloud liegen, als Backup-Speicherung, beispielsweise mit einem Veeam für Office 365, bei mir lokal in einen Speicher ablege. Somit habe ich eine Trennung der Daten, sie liegen nicht wieder im gleichen Speicherbereich und ich habe eine volle Kontrolle über diese Daten, wenn ich sie wieder restoren möchte. Office 365 in Verbindung mit Veeam bedeutet aber, dass ich entweder bei mir lokal einen iSCSI-Target brauche oder aber wiederum in einen S3-Speicher sichere. Das heißt, S3-Speichersicherung würde bedeuten, ich ziehe mir die Daten aus der Microsoft Cloud und schiebe sie in einen S3-Speicher, der wieder woanders im Internet liegt. Wenn ich Daten restoren möchte, muss ich von dort die Daten wieder zurückladen und wieder zurück in die Microsoft Cloud schieben. Warum also nicht einen lokalen On-Premise S3-Speicher bei mir in meinem Serverraum, in meinem Rechenzentrum nutzen und die Daten dort drin ablegen? Mit dem aktuellen Silent Brick System ist das möglich. Die Silent Bricks unterstützen inzwischen neben der Ablage über NAS-Speicher, das heißt SMB und NFS, auch eine S3-Schnittstelle. Wie im Office 365 kann also die Daten aus der Microsoft Cloud lokal in meinem Serverraum, in meinem Rechenzentrum, in den S3-Speicher auf einem Silent Brick speichern. Möchte ich davon noch eine Kopie machen, habe ich alle Möglichkeiten, die das Silent Brick-System schon immer bereitstellt. Ich kann davon eine 1:1-Kopie auf einen weiteren Brick erstellen. Ich kann Replikationen erstellen auf zweite Standorte, dritte Standorte und vierte Standorte. Oder ich kann diese Daten sogar offline setzen und kann den Speicher herausziehen und habe damit einen Offline-Speicher, eine Offline-Kopie meiner S3-Backup-Daten, die ich dann wie ein Tape in den Tresor legen und archivieren kann. S3 und On-Premise ist für Sie interessant? In diesem Video erklären wir S3 On-Premise etwas genauer und beschreiben die Vorteile von S3 lokal bei Ihnen im Serverraum.